Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute mit mir im Podcast der liebe Manuel Brückner. Hallo Manuel. Servus, hallo Tom. Der Manuel hat es nicht weit gehabt. Er arbeitet ja bei uns und der Manuel ist unser aktueller Head of Sales und kümmert sich auch um die Vertriebspartner bei uns. Wir haben gerade einen sehr starken Vertriebspartner-Schwerpunkt, wo wir dieses ganze Vertriebspartnerprogramm wieder neu aufrollen. Deswegen, Manuel, sprechen wir heute einmal darüber, dass unsere Zuhörer erfahren oder vielleicht auch die potenziellen Vertriebspartner, die da draußen herumgeistern. Für wen ist es dann interessant? Wer kann Taurus Vertriebspartner werden? Info am Rande, fast jeder. Genau so ist es. Und was macht diese Zusammenarbeit aus? Wie arbeiten wir da zusammen und was hat auch ein Vertriebspartner davon, bei Taurus Partner zu werden? Ja, bitte, also, schieß los. Also wie du richtig gesagt hast, kann an sich jeder Vertriebspartner von Taurus werden. Natürlich priorisiert auf all jene, die auch wirklich dahinter sind, eng zu kooperieren, lösungsorientierte Ansätze haben und auch voll und ganz dahinter stehen. Worum geht es uns im Endeffekt? Wir wollen natürlich enge Partnerschaften, wir wollen zielorientierte Partnerschaften und am Ende des Tages wollen wir einfach Lösungen für den Endkunden finden. Mhm. Das heißt, in allen sicherheitstechnischen Belangen, egal ob Alarm, Video oder Zutritt, da ist definitiv unsere Expertise. Haben sehr viele Projekte umgesetzt, wo wir viele Erfahrungen gesammelt haben. Und ja, jeder, der willig ist, Vertriebspartner zu werden, kann das tun. Kriegt natürlich auch dafür, etwas. Und ja. Genau, jetzt hake ich ein bisschen ein. Und zwar, es gibt natürlich da grundsätzlich jeder kann Vertriebspartner werden, wenn er unseren internen Prozess auch Genüge tut. Das heißt, wir screenen unsere Partner sehr wohl. Wir haben da ja ein Programm entwickelt und wir achten natürlich sehr auf die Qualität unserer Partner, dass die Partnerunternehmen schon eine gewisse, ein gewisses Maß an Integrität und auch an Verhalten an den Tag legen. Wir haben dafür auch unseren Verhaltenskodex für Partner und Lieferanten, Subunternehmer etc. Entwickelt, den wir sicher demnächst auch einmal auf unserer Website veröffentlichen werden. Den gibt es erst seit kurzem. Und wir haben in unserem Partnerprogramm ja dann drei Partnerstufen. Möchtest du die kurz erläutern? Genau, also es gibt an sich die Basispartnerschaft, dann gibt es die Silber- und die Goldpartnerschaft. Je höher man in dieser Stufe aufsteigt, desto mehr Benefits bekommt man am Ende des Tages. Das ist die Quintessenz. Also es ist, glaube ich, wir haben das, glaube ich, sehr einfach aufgebaut von Taurus Partner, Silberpartner, Goldpartner, mit dem, wie du gesagt hast, einfach erweiterten Benefits und erweiterten Hilfestellungen, aber grundsätzlich kommt ja jedem Partner dasselbe, auch Marketingmaterial, Unterlagen, die wir natürlich liefern, dass unsere Partner wiederum natürlich am Ende des Tages unsere Lösungen an deren Zielgruppe anbieten können. Genau, also wie du richtig gesagt hast, haben wir anfangs ein Vertriebspartnerkonzept erstellt. Aufgrund dessen haben wir uns überlegt, was funktioniert am besten, was brauchen unsere Partner, was können auch wir für sie geben, um es so einfach wie möglich zu halten, aber doch auch die Qualität auf ein gewisses Level zu halten, nämlich langfristig, das ist ja das Ziel. Haben dazu natürlich Unterlagen erstellt über das Vertriebspartnerkonzept an sich, über die Produkte, die wir anbieten, unseren Katalog, der wirklich aufzeigt von bis auf unserer Internetseite, auf die jeder schauen kann, auch mit sehr, sehr hilfreichen FAQs,
Da ist wirklich von bis abgedeckt. Auch wenn Partner auf uns zukommen, sind wir natürlich bereit, da noch einmal individuell anzusetzen und auf sie persönlich einzugehen, damit wirklich das Optimum für beide Seiten herausgeholt werden kann. Ja. Genau, also partnerschaftlich, wir wollen es unseren Vertriebspartnern so einfach wie möglich machen. Genau. Wir nehmen ja auch die Arbeit wirklich an uns und wir nehmen unseren Partnern die Arbeit ab. Dazu kannst du dann noch ein bisschen was sagen. Ja. Und was mir ganz wichtig ist, das Wort hast du vorher schon fast beiläufig jetzt erwähnt, langfristig. Ja. Wir wollen wirklich langfristige Partnerschaften. Das ist uns einfach so wichtig, dass das keine Eintagsfliege wird, sondern dass wir wirklich dauerhaft auf Augenhöhe und langfristig zusammenarbeiten. Genau. Und jetzt gehen wir ihm vielleicht nochmal auf den Punkt ein, was muss denn der Partner dann überhaupt noch tun in so einer Partnerschaft oder machen wir eh alles? An sich genau gibt es jetzt zwei Wege, die man wählen kann. Türchen Nummer 1 sozusagen, weil Weihnachten ist, ist, wir übernehmen alles. Das heißt, unser Vertriebspartner gibt uns die Kontaktdaten. Natürlich muss das vorher abgeklärt werden, das ist ganz klar. Mhm. Offenheit und Transparenz ist uns ja sehr wichtig, das heißt auch hier. Und wir rufen einfach an und sagen, hallo, wir sind Taurus Sicherheitstechnik. Wir haben den Kontakt von Herrn Müller zum Beispiel bekommen. Müller-Mustermann, genau so ist es. Und gehen dann einfach individuell und persönlich auf den Endkunden an und finden dann in der Regel immer eine Lösung. Traue ich mich fast sagen. So ja, 99,9%. Es gibt da tatsächlich Fälle, die wir nicht lösen können oder nicht wollen. Es kommen auch hin und wieder Leute zu uns wegen Anfragen zu, weiß nicht, Taurus-Waffen. Und es gibt zwar in Amerika eine Herstellerfirma, die auch Taurus heißt und Waffen herstellt, aber die bieten wir nicht an. Genau, ja. Aber sonst, wenn es um Sicherheitstechnik geht, finden wir eine Lösung. Definitiv, und genau. Türchen Nummer 2. Und Türchen Nummer 2 ist, aufgrund von dem Infomaterial, was wir aufbereitet haben und der engen Zusammenarbeit, kann unser Vertriebspartner natürlich auch Kunden aktiv selbstständig beraten und eine passende Lösung anbieten. Mhm. Und genau, wir stellen dann an sich nur das Angebot und alles andere geht dann. Und machen natürlich die Umsetzung. Natürlich machen wir die Umsetzung auch. Manuel, wer sind denn jetzt so unsere Vertriebspartner? Was haben wir denn da für Gewerke oder Firmen in unserem VTP-Konglomerat? Genau, also aktuell haben wir ein sehr starkes Hauptaugenmerk auf Elektriker gerichtet. Da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit am sinnvollsten ist. Wir selber verkabeln ja nicht oder führen keine elektrotechnischen Installationen durch. Mhm. Aber natürlich geht das einher miteinander sozusagen. Ja, das heißt, ist einfach die perfekte Schnittstelle, die einfach, das passt halt wie die Faust aufs Auge, wie als Sicherheitstechnikerrichter, wo wir dann die Detailexpertise haben, ja. Und der Elektriker eben wirklich die Installationen, Elektroinstallationen, Verkabelung etc. vornimmt, die ganzen Vorbereitungsarbeiten, dass wir dann vernünftig arbeiten können. Und wir haben ja auch tatsächlich mit Elektrikern Partnerschaften, die sagen, hey, ich mache zwar meine kleinen Alarmanlagen selber oder die Videoüberwachung mit 4 Kameras, aber darüber hinaus mache ich Zutrittssysteme nicht selbst, weil da kenne ich mich nicht aus oder ist mir zu mühsam. Und große Videoüberwachungs- oder Alarmanlagen, wo es um Gewerbestandard hoch oder Videoanalyse, Logistiklösungen etc. geht, die lagere ich aus an Taurus. Auch sowas gibt es ja. Genau, ja, da kommt es wieder darauf an, auf die individuelle Lösung. Ist ja definitiv was uns ausmacht. Da schauen wir einfach, was hat unser Partner, was hat unser Partner nicht, was braucht unser Partner, wo können wir uns gegenseitig unter die Arme greifen, um auch langfristig zusammenzuarbeiten, wie du richtig gesagt hast vorhin. Da kommt es darauf an, wie schaut das Portfolio aus, ist es überhaupt vorhanden, ist es nicht vorhanden, mache ich nur Elektroinstallationen, soll alle sicherheitstechnischen Belange von uns kommen, soll es Zwischenlösungen geben, macht der Elektriker kleine Alarmanlagen selbst, größere komplett über uns, will er sein Kerngeschäft woanders fokussieren, will er es auslagern über uns, das sind alles Möglichkeiten, die hier im Raum stehen und auch da schauen wir wieder, dass
dass wir die perfekte Lösung finden. Ganz nach dem Motto, wo ein Wille, da ein Weg. Genau so ist es, ja. Genau ist es, ja. Ja, und zu guter Letzt, wir haben natürlich nicht nur Elektrik als Vertriebspartner, sondern wenn ich jetzt so unsere Vertriebspartnerliste durchgehe, was haben wir da noch dabei? Auf jeden Fall Facility, alles im Baugewerbe, das macht natürlich am meisten Sinn. Genau. Alles, wo Vorarbeiten sind, wenn ich mal ein Haus habe, was gehört dazu, die Videosprechanlage, das heißt davor, mit Bauträger, mit Facility Management, Elektriker. Ausführende Baufirmen. Genau. Oder noch. Wir haben Sicherheitsberater. Genau. Als Vertriebspartner. Es gibt auch Schlosser, Innenausstatter, Architekten, ja. Aber da ist quasi keine Grenze gesetzt. Ja. Wir Absolut haben sogar nicht. Eine Friseurin, die uns immer wieder Kunden bringt, genau, als Vertriebspartnerin von Taurus, genau. Wo wir dann natürlich 100% der Arbeit übernehmen, genau, und auch schon den Kunden beraten. Genau so ist es, ja. Genau. Ja, na super. Du, ich sage herzlichen Dank, Manuel, dass wir da ein bisschen über unser Vertriebspartnerprogramm gequatscht haben und das unseren Zuhörern und Zusehern auf YouTube vorgestellt haben. Wir schmeißen euch in die Shownotes dann noch den Link zu unserer Seite Taurus Partner werden rein, falls sich der eine oder andere oder die eine oder andere jetzt angesprochen fühlt. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald, danke. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.